Ja, hallo liebe Leute, lang, lang ist's her seit der letzten Folge Anno 2205. Aber ich hab's euch ja versprochen in meinem Facebook-Post auf unserer Seite Gaming Buddies, dass es auf jeden Fall weitergehen wird und deswegen legen wir auch heute gleich wieder los. Ich habe in der Zwischenzeit ein wenig weitergespielt, allerdings jetzt hier nichts groß Storytechnisches. Ich habe jetzt einfach nur hier noch ein bisschen ausgebaut, deswegen sind wir jetzt schon Stufe 52 mittlerweile. Und ja, es kann sein, dass ich euch hier in dem Video heute ein wenig was cutten werde, denn ich will jetzt in diesem Video heute vorrangig erstmal die Sektorenprojekte ein wenig weiterführen. Und ja, wenn da halt jetzt eine längere Wartezeit eintreten würde, dass ihr da nicht die ganze Zeit einfach warten müsst, sondern dass es halt, dass wir zum Punkt kommen, sozusagen. Gut, primär habe ich mir überlegt, gehen wir erstmal hier in unser Walbruckbecken und bauen da an unserem Sektorprojekt, dem Stausee, weiter. Oha, jetzt leckt es aber ganz schön gewaltig hier. Was ist denn jetzt los? Du willst mir hoffentlich nicht abschmieren hier, das Spiel. Komm schon. Ja, perfekt. Ja, was wollte ich sagen? Genau, wir machen im Walbruckbecken hauptsächlich jetzt erstmal den Stausee weiter. Und erledige es einfach. Und schauen dann, was wir nebenher noch so machen. Dann gehen wir nochmal auf den Mond in unseren Sektoren, machen da nochmal weiter, machen in der Arktis weiter. Überall sind wir mit unseren optionalen Nebenquests oder beziehungsweise mit dem Sektorenprojekt. In jedem Sektor gibt es ein spezielles Event, ein spezielles Projekt. Und ja, wir sind ja jetzt überall noch nicht so, dass wir sagen können, wir sind komplett fertig damit. Und ich habe es auch extra mal ausstehen lassen für euch, damit ich das euch auch zeigen kann. Gut, wie ihr seht, habe ich hier schon ein klein wenig gebaut, mittlerweile im Walbruckbecken. Habe allerdings hier an unserem Stausee noch überhaupt nicht weitergemacht. Das würde ich sagen, machen wir dann heute. Gut, dann schauen wir erstmal. Also, was möchte denn der... Es ist notwendig. Muss mal gucken, ob ich das vielleicht ausstellen kann. Das geht mir auf den Nerv. Gut, Flussausgleich. Also befestigen Sie Leishengs Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wo ist denn überhaupt unser Kommandoschiff abgeblieben. Unser Raumhafen, den habe ich mittlerweile auch schon ausgebaut, den Raumhafen, wie ihr seht. Also auch mit Energietransmitter, dass ich hier Energie hin übermitteln kann. Na, wo ist denn unser Kommandoschiff hier? Ah, da. Perfekt. Sind unterwegs. So, dann fahren wir mal hier zu der Drohne und ankern die mal hier fest. Ich finde, das sieht richtig fett aus hier mit diesem riesen Wasserfall hier. Und diesem einfach riesigen Loch hier unten drin. Richtig geil. Gut. Also, die Drohne ist gesockelt, wie ich gerade gehört habe. Gut, was sollen wir jetzt machen? Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie Turbulenz... Sammeln Sie Turbulenzen verursachender Fels. Ach so, Turbulenzen verursachende Felsen. Ich habe eben schon gedacht, wir müssen irgendwelche Turbulenzen suchen. Das wäre ja richtig. Naja. Okay, da haben wir einen Felsen. Okay, ich habe gerade hier noch den Fenstermodus an, wie ich sehe. Augenblick, den stelle ich gerade mal hier um. Nicht Vollbild im Fenster, sondern generelles Vollbild. Dann kann ich nämlich auch am Bildschirmrand scrollen. Da bitte, funktioniert doch schon. Perfekt, gut. Weiter geht's. Verstanden. Da oben müsste was sein. Sind unterwegs. Ach, da ist ja was. Ich finde das krass, dass sie einfach so im Wasser plötzlich auftauchen. Okay, da im hoch. Gange. Ach, da ist ja der Nächste. Koordinaten bestätigt. Okay, ein ganzes Stück weiter hier oben. Ich bin am Überlegen, ob ich meine Hauptstadt nicht hier in das Walbruckbecken bauen soll und dann hier in der Mitte auf die schöne Insel hier meinen Palast setzen soll und in den anderen Sektoren dann hauptsächlich die Industrie unterbringe. Da bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich das so machen werde. Das werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Bestätigt. Aber eventuell, gut, das wären halt, müsste ich halt ziemlich viel umbauen. Das würde jede Menge Zeit in Anspruch nehmen. Ach, da ist noch einer.
Genau, fahr einfach mal hier durch die Felsen durch. So, da oben muss noch was sein. Sind unterwegs. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ah, da ist er ja. Wie viele Felsen brauchen wir denn eigentlich? Ach, einen noch, okay. So, jetzt sollen wir das zu ihrem Schiff hier bringen. Dann bringen wir es auch mal hier runter zum Schiff. Dann haben wir, glaube ich, die erste Stufe von dem Gezeitenkraftwerk oder was weiß ich, hydroelektrischen Kraftwerk war es in Anno 2070. Wie nennt sich das jetzt hier eigentlich? Ja, auch hydroelektrisches Kraftwerk. Dann haben wir da nämlich schon den ersten Abschnitt. Der zielgerichtete Typ. Ja, ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. Okay, sitzen... andersrum, Projekt. Der Stromzähler glüht. Jawohl, der glüht. Setzen Sie in Walbruckbecken Energie ein. Okay, da ich ja hier runter transferiere auf die Erde, haben wir hier genug. Ich habe auch festgestellt, was in der letzten Folge nicht der Fall war, die Uhr hier, die hier läuft, bei der verbliebenen Zeit, läuft auch dann weiter, wenn ich jetzt in einen anderen Sektor wechsle, was wir nämlich jetzt auch tun werden. Wir machen nämlich jetzt hier oben weiter an meinem Lieblingsprojekt in der Zeit, meiner Wettermaschine. Das finde ich nämlich richtig geil. Ist nämlich so ein kleines Hobby von mir, so ein bisschen Wetter und Meteorologie. Ich habe in diesem Sektor auch einen. Sozusagen, ich gucke gerne in den Himmel, sagen wir es so. Gut, jetzt muss das erstmal wieder hier laden. Geht ja einigermaßen schnell, gut. Es gibt PCs, da geht es schneller. Meine ist ja, wie gesagt, hier nicht der Oberhammer-PC, auch von der Grafikkarte her nicht. Ich glaube, ich habe noch eine relativ alte drin. Ich müsste es unbedingt mal eine neue einbauen. Aber, ne, kostet ja alles Geld. Und das will erstmal verdient worden sein, das Geld. Beziehungsweise man muss es erstmal haben, das Geld. Na komm schon. Ja, wann die Folge rauskommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht haue ich sie jetzt heute direkt raus. Mal gucken, es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass kein Anno mehr kam von mir. Lag auch daran, ich war in der Zwischenzeit ein bisschen erkältet. Er hört man vielleicht immer noch so ein bisschen an meiner Stimme. Manchmal ist meine Nase noch so ein bisschen zu. Der Winter hat mich halt auch erwischt. Es bleibt keiner davon verschont. Und ja, mal gucken, wann ich euch die Folge hier raushaue. Auf jeden Fall so schnell wie möglich. Und ich nehme natürlich weiter auf, auch wenn die Folge hier nachher rum sein wird. Nehme ich wahrscheinlich vielleicht noch eine Folge auf im Anschluss. Mal schauen. Gut. Weiter geht's. Also, wir haben hier unsere Wettermaschinen, die ihr schon kennen solltet aus den vorherigen Folgen. So, was möchte der gute Kollege denn jetzt hier von uns? Sektorprojekt Klimawandel. Befestigen Sie Kern-Upgrade-Schiff an Ihrem Kommandoschiff. Kern-Upgrade-Schiff an Ihrem Kommandoschiff. Ah, okay. Wo ist denn unser Schiffchen? Hier. Das sieht ja mal komisch aus, das Schiff. Sonst habe ich ja noch nie gesehen. Was ist denn das für ein Schifftyp? Krass. Und da fährt wieder ein anderes Schiff einfach mitten durch. Also das ist eine Sache, die ist mir auch schon bei 2070 aufgefallen. Das hätten sie mittlerweile ein kleines bisschen verändern können ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Im Spielsystem nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Dass sich die Schiffe nicht so durchkreuzen oder so durchfahren wie einfach leere Texturen, sondern dass es halt wirklich so ein bisschen was von Realistik hat noch. Ihr wisst, was ich meine, dass halt keine anderen Schiffe hier so gesehen durchfahren. Durch andere Schiffe wiederum. Das ist so eine Kleinigkeit, das hätte man vielleicht mal verbessern können, aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Uch, ist das Ding schnell. Ach du liebe Zeit. Das hat ja voll den Turbo-Modus drin hier. Und hier geht es auch ganz schön geschäftig zu, sehe ich hier gerade. Ach du liebe Zeit, ist mir noch nie aufgefallen. Mann, hat dieses Schiff hier einen Turbo-Modus. Guckt euch das mal an, wie das Schiff hier rast. Meine Güte. Du liebes bisschen. So, ist das schon die letzte Stufe? Ach du Scheiße, das ist ja schon Schritt 5 von 5. Ach, es kann sein, dass ich das noch ein bisschen weiter gemacht habe zwischendurch. So, und nu? Yeah, alles klar. Ich würde sagen, die Wettervorhersage ist von jetzt an wieder viel genauer. Sie haben einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität des Erdklimas geleistet.
Wir sind nicht undankbar. Wenn Sie also gern Anpassungen am örtlichen Wetter vorgenommen haben möchten, fragen Sie ruhig. Okay, das heißt, wir können jetzt hier das Wetter in allen Formen bestimmen. Sieht auch irgendwie richtig geil aus, das Ding, finde ich. Es schwebt in der Luft. Hammer. Probieren wir doch mal hier das stürmische Wetter, nee, das Orkanwetter gerade mal aus. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Okay, jetzt legst du mir hier richtig los im Sturm. Eieiei. Okay, das ist also Orkanwetter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das in der gemäßigten Zone aussieht, denn da hat das Wetter ja auch Einfluss. Ich finde das richtig geil gerade, wie das aussieht hier. Okay, so, jetzt gehen wir mal wieder hier zurück in unser Walbruckbecken. Ich glaube, da könnte es jetzt mittlerweile soweit sein, dass wir hier weitermachen können. Was? Hier fehlt Intelli... Intelliware fehlt hier? Wieso fehlt hier Intelliware? Moment, da muss ich gerade mal hier schauen. Warum fehlt hier Intelliware, verdammt nochmal? Ach komm, das machen wir, nein, ich will die Route nicht löschen, ich will rausgehen aus der Übersicht. Nein, abbrechen, so. Genau, mache ich später, es muss jetzt hier nicht im Video sein. Genau, noch 27 Sekunden, das ist sehr schön, das heißt, bis die Karte hier geladen hat. Oh, das geht jetzt aber, oh, oi, 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 das geht aber richtig flott. Jetzt läuft aber hier der Turbo-Modus, meine Güte. Gut. Ja, das heißt, jetzt sollten wir hier gleich soweit sein. 17 Sekunden noch. Okay, das ist also Orkanwetter. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hatte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr von erhofft. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier vielleicht noch so ein Gewitter oder so auftaucht. Also richtig so mit... Gute Arbeit. Also richtig so mit Blitzanimationen und sowas. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ist ja gut, ich weiß, zu wenig Intelliware da. Was möchte die Kollegin jetzt? Der Dammbau. Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 50 Biopolymeren aus Ihrem Raumhafen. Liefern Sie die Fracht nach Maiteins Flugzeug. Haben wir denn schon Biopolymere? Produziere ich hier, glaube ich. Oder produziere ich hier keine Biopolymere? Doch, ich produziere doch Biopolymere, und zwar in ausreichender Form. 180 Stück haben wir hier. Ja, hier habe ich schon mal so einen kleinen Prototyp einer kompletten Stadt aufgebaut, wo ich mal versucht habe, alles hier so ein bisschen zu zentralisieren hier. Also die Polizeistation, Informationszentrum, Stadion und auch der U-Bahnhof. Durch die angepasste oder durch die veränderten Größen dieser Bedarfsgebäude, nenne ich es jetzt mal, die sie jetzt hier im 2205 eingeführt haben, ist es relativ schwierig, hier nach einer geraden Linie zu bauen. Naja gut, vielleicht hat der ein oder andere auch schon eine gefunden. Ich jedenfalls noch nicht. Wo man dann halt immer alles so zentral nach demselben Schema bauen kann, das meine ich damit. Das habe ich jetzt hier noch nicht so rausgefunden. Aber gut, was ja nicht ist, ne, kann ja noch kommen. So, hier haben wir unser Schiff. Container nehmen. So, und jetzt werden wir gleich die erste Stufe unseres Dammbaus hier beenden können. Zwischendurch gehe ich aber gerade nochmal raus und gehe nochmal hier oben in unseren Sektor. Das sollte jetzt mittlerweile relativ schnell gehen. Der PC scheint warm gelaufen zu sein, oder das Spiel ist warm gelaufen. Dann mache ich nämlich gerade das Orkanwetter nochmal aus, weil das geht dann hier doch gerade ein kleines bisschen auf die Sicht. So, haben wir hier ruhiges Wetter. Also ich muss sagen, ich finde das Ding richtig geil. Das sieht richtig fett aus. So, wieder zurück in unser Walbruckbecken. Wie ihr oben in der linken Ecke seht, habe ich die Credit-Obergrenze auch mittlerweile schon wieder erreicht. Das heißt, in den nächsten Folgen oder vielleicht auch schon in der nächsten Folge, wobei, naja gut, das mit dem Dammbau dauert noch ein bisschen, vielleicht machen wir dann den nächsten, also wir machen in den nächsten Folgen auf jeden Fall nur die Sektorenprojekte, weil ich glaube, von mir als auch von anderen Leuten hier auf YouTube gibt es, glaube ich, genug Videos, wo ihr seht, wie die Leute die Städte hochziehen, und ich finde das jetzt hier nicht so
spannend, sich das hier anzugucken. Immer wieder und wieder nach demselben Schema, ja. Gut, deswegen also in den nächsten Folgen werden wir hauptsächlich uns um die Sektorenprojekte kümmern. Und wie gesagt, falls an der einen oder anderen Stelle mal ein Cut drin ist, aber ich habe jetzt festgestellt, dass diese Uhrzeitenzähler, die da runterlaufen bei manchen Missionen, wo man so und so lange Energie halten muss, dass die auch weiterlaufen, wenn man sich in einer anderen Map befindet. Ja, ist ja gut, ich weiß, dass zu wenig Intellibet da ist. Und von daher denke ich mal, wird es vielleicht doch keinen Cut geben, nur wie gesagt, falls an der einen oder anderen Stelle einer da ist, liegt einfach daran, dass ich es ein bisschen spannender machen will. Unser erster Damm ist errichtet und funktioniert. Aber einer reicht nicht, oder? Ach, der ist schon fertig. Das ist aber geil. Der ist hier schon fertig. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie auch in solche einzelnen Stufen unterteilt. Ach, wir müssen die nacheinander auch. Status. Es gibt viel für Sie zu tun. Ach so, okay. Also müssen wir hier mehrere machen. Also, die... Das sind keine einzelnen Stufen, 3-4-stufig, wie so ein Monumentbau, sondern... Ach so, das ist jeder für sich einzeln. Okay. Was produziert denn der eigentlich? Energie, toll. Ja, wie viel? Optimale Eingabe, 1000 gibt dem Sektor zusätzliche Energie. Ah, okay. Waffendrohne am Kommandoschiff anbringen. Jetzt ist die gute Frau hier oben. Jetzt müssen wir... Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen das jetzt wieder hier nach demselben Schema machen. Wenn das jetzt hier immer wieder dasselbe Schema ist, dann verliert das ja aber auch seinen Reiz an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest auch für euch für die Aufnahme, weil das ist ja dann wieder nur dasselbe. Na, gucken wir mal. Weil ich habe das Gefühl, dass die andere Mission, der erste Teil, den wir jetzt abgeschlossen haben, auch mit dieser Kampfdrohne angefangen hat. Wo wir Felsen zerstören mussten. Wie schaut's denn aus? Nix schaut's aus, ich bin beschäftigt. Genau, fahr doch da rein. Okay, das war das Erste. Das war das Zweite. Okay. Roger. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, ob sich die Mission hier mehr oder weniger wiederholt. Sie haben Narren offenbar genauso wenig Geduld wie ich. Ja, ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. Produktionsüberschuss von Logistik. Nee, also gut, das ist jetzt wieder was, was Neues. Ich nehme Sie beim Wort. Produktionsüberschuss Logistik. Ach, 200 möchte ich haben. Ach, du liebes bisschen. Was soll ich denn hier 200, Überschuss erzeugen? So viel produziere ich hier doch gar nicht. Also eins steht fest, Leute, wir müssen hier mehr produzieren. Ich setze hier einfach mal hier überall wahllos in die Gegend. Logistikzentren, die kein Mensch braucht. So, gut, jetzt läuft auch hier der Zähler ab. 10 Minuten. Ich muss gerade ehrlich zugeben, ich habe vorhin vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Das ist mal wieder typisch ich. Okay, während hier die Zeit läuft, mache ich euch einen Vorschlag. Wir machen nochmal einen Abstecher hier in die Viridische Bucht. In unseren allerersten Anfangssektor. Denn da ist das Projekt auch noch nicht ganz fertig, aber fast fertig. Mal schauen, vielleicht machen wir das jetzt noch schnell, je nachdem, wie lange das dauert. Und dann würde ich sagen... geht es dann morgen in der Folge weiter, aber schauen wir erstmal, was wir hier noch haben. So, komm schon, Kollege. Hopp, jawohl. Gut, ja, hier hat sich jetzt großartig nichts verändert, seitdem ich die letzte Aufnahme hier gemacht habe. Hier habe ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr jetzt hier gebaut. Aber vielmehr auch nicht. Eine ganz besondere Neuerung ist, ich wollte unbedingt mal hier die Roboter-Montageanlage ausreizen für unsere Baubots und habe die mal so weit ausgereizt mit Modulen, wie es überhaupt geht. Und das sieht richtig fett aus. Produziert jetzt 900%. Hat allerdings auch hier einen großen Verbrauch an Rohstoffen.
Was so viel heißt, wie ich habe hier mittlerweile alles, was hier auf der Insel gibt, an Rohstoffmöglichkeiten hier angezapft. Aber gut, so, jetzt weiter zu unserem Kernprojekt hier. Das steht nämlich auch noch aus. Was müssen wir machen? Beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 150 Biopolymeren aus Ihrem Raumhafen. Das machen wir doch so gleich. Dann fahren wir hier rüber. Gut, dann ist das nämlich auch fast fertig. Das ist jetzt Schritt 4 von 6. Das heißt, den Schritt und noch einen weiteren müssen wir machen. Und dann ist nämlich auch dieses Sektorprojekt hier vollendet. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Soll ich hier die Hauptstadt bauen mit meinem Zentrum wegen dieser Statue hier, weil ich finde, das sieht geil aus? Oder soll ich im Walbruckbecken bauen? Mal gucken, vielleicht bleiben wir auch hier. Ich weiß nicht. Jetzt finde ich es hier ganz geil wieder wegen dieser Statue hier in der Mitte, weil das einfach richtig geil aussieht. Aber mal gucken. Ich werde es mir noch überlegen. Container nehmen bitte. Jetzt fahren wir es hier zu dem Kollegen hin. Graben wir hier das Feuerwerk aus. Ich weiß, das sieht toll aus, aber machen es jetzt einfach mal aus. Ja, hier mein Hauptquartier. Das habe ich jetzt noch nicht weiter ausgebaut, denn jedes Modul verschlingt, wie ihr jetzt hier vielleicht seht, Unterhaltskosten, Credit, Superlegierung und so weiter, extrem an Material. Diese dringende Angelegenheit würde ich gern Ihrem Unternehmen überlassen. Ach du liebe Zeit, 15 Minuten. Naja gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ja, die Module von dem Firmenhauptsitz, die verbrauchen jede Menge Credits und auch Unterhaltskosten und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das erstmal jetzt hier nur in die Basisversion gebaut. Mal gucken, ich mache vielleicht weiter. Aber ich will mir hier oben meinen Credit-Polster hier aufrechterhalten, ja. Denn man weiß ja nie, was da noch so auf einen zukommt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir dann an der Stelle für heute erstmal Schluss, ja. Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall am Walbruckbecken weiter. Falls die Folge jetzt ein bisschen kurz geraten ist, wie gesagt, das war meine Schuld. Ich habe leider vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich habe das jetzt einfach nach Gefühl gemacht. Vielleicht ist es auch ein bisschen länger geworden. Ja, also nächste Folge machen wir hier die wunderschöne Statue fertig. Und machen auch im Walbruckbecken unseren zweiten Staudamm. Und gehen auch in der nächsten Folge wieder hoch in unserem Mondsektor. Und bauen auch da in unserem Sektorprojekt weiter, denn das steht auch noch aus. Das wird auch noch beendet werden. Und ja, bedanke mich auch an der Stelle wie immer fürs Zuschauen. Und hoffe auch, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss!